Mir geht's gut und selbst? Uns geht's auch nicht schlecht. So. Glaubst du, es hat sich jemand umgedreht? Ich hoffe es mal zumindest, ne? Was glaubst du denn, wie viel sich umgedreht haben? Bin mal gespannt. Lief einigermaßen okay. Wie alt bist du denn? 13. Wow. Aha. Und schon born to rock oder was? Ja. Ich würde ja gerne dir und uns eine Überraschung bescheren, bevor ich nach deinem Namen frage. Wäre das okay, wenn du das nochmal anspielst? Und dann der Vorhang fällt. Ja. Sehr gut. Los geht's! Wie heißt du denn? Ich bin der Ibrahim. Ibrahim. Yes, baby. Wir beruhigen uns erstmal alle wieder. Ja. Nach du dem siehst, Rock'n'Roll. Es sind 5, die sich umgedreht haben. Gratulation. Super. Ibrahim, wo kommst du denn her? Ich komme aus Mannheim. Mannheim. Es war mehr als fett. Es war richtig fett. Dankeschön. Du siehst nichts und machst trotzdem einen auf Come on! Und willst alle animieren zu lernen. Und auf einmal wir alle.
alle mitgemacht, ne? Obwohl wir auch nur einen Vorhang sehen. Also es war wirklich unfassbar geil, dass du nur, ohne dass man dich sieht, alle abholst, alle zum Mitmachen animierst und so eine Energie hier reinbläst. Also wirklich unfassbar. Ich bin so froh, dass du in dem Battle schon mal bist und wir noch so viel mehr von dir hören. Dankeschön. Da ist der große Bruder. Da ist der Ibi. Und du scheinst ja schon ein richtiger Entertainer zu sein. War das jetzt dein erster Auftritt oder machst du das öfters? Also vor Corona habe ich noch alle Straßenmusik und gemacht, so mit meiner Mama zusammen. Wir haben eine kleine Box gehabt. Geil. Die hat gereicht mit Mikrofon, klack, und haben dann gesungen. Super geil. Du hast hier wirklich alle zum Dancen gebracht, so einmal so umgemetert, ne? Da steht einfach ein Typ, der macht Musik aus der Seele raus, weißt du? Und wenn du auch sagst, ey, ihr macht so Straßenmusik, das ist ja auch ein hartes Brot. Da muss man auch Durchhaltevermögen haben, ne? Man muss das dann auch wirklich wollen. Und das merkt man, dass hier ein Mensch steht, der Seele ausstrahlt mit seiner Stimme. Dankeschön. Ich bin ausgerastet gerade, weil ich habe auf sowas endlich mal gewartet, so ein bisschen so ein Rockmoment. Und boah, du hast wahrscheinlich hoffentlich gesehen, dass ich direkt, du hast den, oh na klar, hast du nicht gesehen. Der konnte ja nichts sehen. Du hast nicht gesehen. Also Albo war als letzter dran. Die ganze Zeit, nein, wirklich, ich habe, ey, direkt gedrückt. Und ich habe direkt in 2 Sekunden gehört, dass du so eine Kraft drin hattest und so Bock hattest zu singen und so eine Lebensfreude. Das war schon, als das Schlagzeug eingesetzt hat, bevor du angefangen hast zu singen, hat er schon gedrückt. Das stimmt, wirklich. Ibrahim, hast du Voice und Voice Kids schon verfolgt in deinem noch nicht allzu lang leben? The Voice of Germany schaue ich jede Staffel. The Voice Kids genauso. Hast du auch schon The Voice geguckt, als wir noch dabei waren? Ja. Okay, dann weißt du ja, was wir drauf haben. Ibrahim, wir wollen alle dich ganz derbe und wir in unser Team den haben. Und jetzt ist es an dir zu entscheiden. Ich buzzer nochmal für dich. Ich muss noch mal kurz durchgehen in meinen Kopf. Ja, ganz entspannt. Weil ihr habt mich alle 4 ehrlich geflasht, auch mit euren Worten. Oh. Aber ich glaube, ich habe schon einen Coach, wo ich unbedingt hingehen möchte. Okay, schade. Die anderen, ich mag euch auch. Bitte seid mir nicht sauer. Aber ich glaube, ich gehe zu Stefanie. Nein, ich wusste es doch, Mann! Willkommen im Team Stefanie. Wie cool! Ich habe noch ein kleines Teamgeschenk. Hast du Bock drauf? Ja, gehe ich dir holen? Nicht, wie schön! Ja, ey, cool gemacht. So cool. Wirklich. Guck mal. Damit du auch immer weißt, zu welchem Team du gehörst, der Pullover für Team Steff. Bitte schön.